Jo Leute und somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und heute zum 100% Sticker-Update der Deutschland und die besten aus Europa 2024 Sticker zum Turnier in diesem Jahr der EM. Ja, Panini hat quasi ein Konterheft zu Tops rausgebracht und das mit 5 Nationalitäten, die richtig stark sind und groß sind und davon die 4, die Tops nicht lizenziert bekommen hat. In der Serie geht es hauptsächlich um das deutsche Team und dann haben die Teams aus England, Spanien, Frankreich und Italien jeweils noch 27 Sticker in der Serie bekommen. Und auf jeden Fall muss ich sagen, die Serie gefällt mir sehr gut, ist jetzt auch voll, gab ungefähr 300 Sticker und man hat fast mit einer Box das Heft schon voll bekommen, also so 60, 70 Euro Einsatz und dann war das Heft auf jeden Fall schon relativ gut bis ganz gefüllt. Vorne auf dem Album sehen wir natürlich 5 große Spieler mit Kylian Mbappé, der große Vorteil, er ist hier im Trikot dabei und insgesamt in der Serie bei Tops ja gar nicht. Und dann 2 deutsche Spieler mit Rüdiger und Gündogan. Und dann sehen wir noch Chiesa und Declan Rice für Italien und England. Sonst natürlich das Panini-Logo, den Panini-Seitfallzieher und Official-Lizenz-Sticker-Kollektion von Panini. Muss ich echt sagen, Sticker-Kollektion können Panini definitiv besser als Tops. Aber das wissen wir ja nicht erst seit gestern. Dann haben wir hier einmal auf der linken Seite das Inhaltsverzeichnis. Einmal mit den Kategorien, den Legenden, das deutsche Team, die deutschen Spieler, die deutsche Zukunft und dann die Teams aus Frankreich, England, Italien und Spanien. Die 2 Sticker oder insgesamt die Sticker, die im Album sind, lasse ich ja immer drin aus Sammlersicht. Finde ich irgendwie ein bisschen cooler. Und dann haben wir auf der ersten Seite einmal das Cover der Serie als 2er Puzzle und den Panini-Seitfallzieher auch nochmal und sehen hier den Hinweis Redaktionsschluss für Daten und Inhalte Februar 2024. Deswegen ist auch nicht das aktuelle Deutschland-Trikot quasi dabei und auch nicht das Trikot, was Deutschland jetzt bei der EM anhat. Dann sehen wir noch die Sticker erklärt, die Legenden, Base-Sticker und Zukunftssticker und ich würde sagen, wir kommen direkt zu den ersten Stickern, haben dann 12 Legendensticker, die hier dabei sind, von ganz alten Legenden wie Franz Beckenbauer bis zu noch relativ aktuellen Legenden mit Mario Gomez und einem Miro Klose, aber sonst sehen wir unter anderem Ballack, Möller, Matthäus, Bernd Schuster, Basti Fantastisch, Schweinsteiger oder ein Matthias Sammer hier noch auf der Seite. Dann haben wir Deutschland einmal als Team so vorgestellt auf insgesamt 2 Doppelseiten, haben hier einmal die 4 Weltmeisterschaften, die sie gewonnen haben und die 3 Europameisterschaften und dann sehen wir hier 6 Sticker, ein Logo-Glanz-Sticker und 5 Porträtsticker und auf der Seite haben wir 8 Porträtsticker mit unter anderem Hummels, Tah, Brand, Chris Führig oder ein Niki Süle. Natürlich dadurch, dass die Serie im Februar gedruckt wurde, ein Redaktionsschluss war, viele Spieler auch in dem Album drin, die am Ende nicht dabei sind. Auf der Seite haben wir weitere 7 Sticker und hier nochmal 6. Und hier natürlich die guten Spieler mit Musiala, Wirtz, Füllkrug, ein Thomas Müller, aber auch ein Toni Kroos ist hier dabei oder ein Ilkay Gündogan. Finde ich auf jeden Fall sehr cool design, die Sticker. Und dann hier noch die Formation, was zum Trainer. Bisschen schade, dass er keinen Sticker bekommen hat, den hätte man hier easy noch hinbekommen können oder hier oben, aber trotzdem auf jeden Fall die Sticker so dabei. Dann kommen wir zu den Spielerseiten und jeder Spieler hat ein Base-Portrait-Glanz-Sticker bekommen und ihr seht 4 Action-Sticker. Und da stehen hier in dem Kasten immer so die Stärken des Spielers, dann einmal eine Geschichte über den Spieler und dann die Statistiken in den verschiedenen U-Nationalmannschaften des DFB und dann noch 3 Fakten zum Spieler, wie unter anderem bei Ter Stegen als Kind spielte Ter Stegen als Stürmer. Das änderte sich, als er 10 Jahre alt war und der eigentliche Torwart seines Teams sich verletzte und seitdem ist halt Torwart. Und das sind halt so Fakten, die man vielleicht auch noch nicht so kennt. Auf jeden Fall Ter Stegen und Neuer hier auf der Seite. Und der dritte Torwart in der Serie ist Kevin Trapp, der aber am Ende des Tages nicht zum Turnier gefahren ist. Genau wie Robin Gosens. Dann haben wir Benjamin Henrichs und Mats Hummels hier. Dann die Spieler David Raum und Antonio Rüdiger, die beide beim Turnier im eigenen Land dabei sein dürfen. Dann Niki Süle und Jonathan Tah. Mal gucken, ob Tah noch am Ende der Saison jetzt den Verein wechselt zum neuen Jahr. Aber erstmal denke ich, wieder die Europameisterschaft zu Ende spielen. Dann Malek Chau und Julian Brandt, auch beide Spieler, die nicht dabei sind. Und ihr seht, hier geht es dann mit den Mittelfeld-Offensivspielern los. Dann haben wir Chris Führig, der Stuttgarter, der hier dabei ist, im Gegensatz zu Undorf und Mittelstädt. Die haben es noch nicht in die Serie reingeschafft, aber die haben ja auch erst im März ihre ersten Länderspielminuten gesammelt. Dann haben wir Leon Goretzka, auch der aus meiner Sicht leider nicht dabei. Dafür Pascal Groß und unser Kapitän Ilkay Gündogan. Dann haben wir Kai Havertz, unsere Spitze. Jonas Hofmann, der auch nicht beim Turnier dabei ist, weil er einfach bei Leverkusen auch nicht gut genug performt hat. Er hat gespielt, aber es gab natürlich definitiv bessere Spieler bei Leverkusen dieses Jahr. Dann haben wir Kimmich und Toni Kroos. Kimmich, der rechts hinten spielt und das momentan auch sehr gut macht. Und Toni Kroos, der im Mittelfeld einfach alle Fäden zieht. Und dann
Musiala, der beste Spieler. Allein was er im Öffnungsspiel gegen die Schotten gemacht hat, Wahnsinn. Sané, der mir so ein bisschen eigensinnig vorkommt beim Turnier, aber sich zumindest mit der Rolle als Sub eingewählt hat und vor allem auch mittlerweile zufrieden ist. Dann haben wir Flo Wirtz, auch ihn darf man nicht unterschätzen, auch ein richtig guter Spieler. Dann Niklas Füllkrug, auch er als ein rechter Spieler nicht zu unterschätzen. Dann haben wir Serge Gnabry, der es auch nicht zum Turnier geschafft hat, aber ein Thomas Müller, den muss man aus meiner Sicht auch immer mitnehmen, solange er noch das Niveau hat. Und dann haben wir 10 Zukunftsdecker, das sind quasi U21-Spieler. Und hier ist auch nochmal abgebildet, gegen wen und wann er das Debüt für welche U-Nationalmannschaft gemacht hat. Und hier sehen wir unter anderem Atubulu, Netz, Reitz, Gruda, Knauf, Mukoko oder ein Thielmann. Reitz und Gruda, die auch mit dem TFB-Team mit trainieren durften in der Vorbereitung vor dem Turnier. Definitiv für die beiden auch eine schöne Sache. Dann kommen wir zu den 4 Teams, die nicht aus Deutschland stammen in der Serie. Und ihr seht, die haben jeweils 3 solche Seiten bekommen mit jeweils 9 Sticker drauf, also 27 Sticker. Davon ein Glanz-Doku-Sticker und 26 Porträt-Sticker. Und dann haben wir natürlich erstmal die Torhüter hier, dann die Verteidiger mit den Hernandez-Brüdern, Koundé, Klaus, Pavard, Saliba, auch ein Jean-Claire Todibaud, dann die Mittelfeldspieler mit Kamavinga oder ein Rabiot und dann noch eine 9er Seite mit unter anderem den Stürmern und offensiven Mittelfeldspielern wie Zay-Emery, Griezmann, hier Mbappé, Koulibaly oder ein Kingsley Coman. Und dann geht das Ganze so für die Teams auch weiter, hier mit England, mit Maguire, Shaw, Stones, Gihi oder ein Jordan Pickford im Tor. Und dann hier die nächste Doppelseite mit Walker, Trent, Henderson, Madison, Cole Palmer, Declan Rice, Harry Kane hier dabei oder auch ein Marcus Rashford, der gar nicht beim Turnier dabei sein darf. Dann das Team aus Italien mit Buongiorno, Di Marco, Barella, Bonaventura, Cristante, Jorginho oder einem Scalvini, der aber auch nicht beim Turnier aufgrund einer Verletzung dabei ist. Und dann hier die Offensive mit Immobile, Ritucci, Scamacca, Raspadori oder ein Zaniolo. Und das letzte Team in der Serie, die Spanier. Und die haben im ersten Spiel gegen die Kroaten auf jeden Fall überzeugt bei der EM. Und hier sehen wir unter anderem Balde, Lenormand, Laporte oder ein José Gaya. Und dann letzten Sticker in der Serie mit Dani Olmo, Pedri, Rodri ist dabei, Ansu Fati, ein Gavi natürlich, darf man auch nicht unterschätzen, Morata, Oyarzabal, Nico Williams und der letzte Sticker, Lamine Jamal, der ins Turnier gegangen ist, wo er noch 16 war und auf jeden Fall auch im Eröffnungsspiel einige gute Szenen hatte. Und dann haben wir hier noch zu den Teams ein paar Statistiken mit dem ersten offiziellen Spiel, der erste Torschütze, den Rekordspieler und Rekordtorschützen. Und dann habe ich auch hier noch die Sticker drin gelassen und man kann die Sticker für 40 Cent pro Sticker auch nachbestellen. Album kostet 2,90, hat man aber am Startup Pack für einen relativ günstigen Preis bekommen. Also ich muss ehrlicherweise sagen, die Serie gefällt mir sehr gut und vor allem, weil sie auch relativ preisgünstig voll zu machen ist, würde ich sie euch auch definitiv empfehlen. Qualität, Motiv und Aufbau der Serie stimmt für mich auf jeden Fall überein. Und von meiner Seite aus gibt es für die Serie definitiv eine Sammelempfehlung. Wenn ihr das auch so seht, schreibt mal gerne eure Meinung zu der Serie in die Kommentare. Sammelt ihr sie? Wie weit seid ihr? Und vor allem, was haltet ihr davon, dass hier dann die Nationalitäten mit den ganzen Lizenzen drin sind? Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne einen Kommentar schreiben, einen Daumen nach oben geben, hier die Playlist auschecken, genau hier. Hier gerne abonnieren und hier noch ein empfohlenes Video auschecken. Bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski!